Autofahren in Finnland ist eigentlich ziemlich langweilig. Du kannst 50 in der Stadt fahren, stellenweise sogar nur 40, aufgrund der Witterung im Winter. So, dann kannst du 80 fahren, hier auf der Landstraße, in Ausnahmefällen mal 100 und auf Autobahn 120. Das ist aber das Maximalste, was du hier erreichen kannst. Also ein Auto mit hoher Leistung, sich hier zu kaufen, lohnt sich überhaupt gar nicht. Leute, ihr glaubt es nicht, ich wurde geblitzt. Ja, an so einem Blitzer fährt man ja auch nicht achtlos vorbei. Also, natürlich. Ich durfte 80 fahren, alles ganz normal. Ich wusste sogar, dass auf dieser Strecke geblitzt wird. Aber ich habe mich so verhalten wie in Deutschland. Da fährt man so knapp 10 km/h mehr. Und dann denkt man, das ist völlig in Ordnung. Aber falsch gedacht. Das Ding hat geblitzt. So, damit nicht genug. Jetzt wurde ich da geblitzt. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Und sage und schreibe, 4 Tage später hatte ich das hier in meinem Briefkasten. Ja, was soll ich euch sagen? Was steht da drin? Sie werden angeklagt? Nein. Also. Ja, warum geht's hier? Ich bin zu schnell gefahren. Am 20.06. Kurz vor Mitternacht. Und Leute, ihr glaubt es nicht. Ich war 9 km/h zu viel. 9. Da passiert in Deutschland gar nichts. Maximalen 20 oder irgendwas. Wisst ihr, was ich für diese 9 km/h zu viel bezahlen musste? 140 Euro. Ja, das staunst du nicht schlecht.